herzlich willkommen bei Travel Diaries. Ich zeige euch heute, wie ihr Lightroom Mobile Presets auf euer Handy in Lightroom importieren könnt. Um die Presets in euer Lightroom zu importieren, benötigt ihr drei Apps. Einmal die Lightroom App, dann die Unrozip App und die eigene Dateien-App auf eurem Handy. Wenn ihr die Presets runtergeladen habt, könnt ihr sie in der Unrozip App suchen. Dafür geht ihr auf eure SD-Karte und könnt dann ganz einfach bei der Sucheingabe eure Presets suchen. Mein ZIP-Ordner heißt Lightroom Presets. Den wähle ich aus und komme zu dem Ordner, in dem die Presets abgelegt sind. Wenn ich diesen Ordner anklicke, werde ich direkt gefragt, ob ich den Ordner extrahieren möchte. Nun wurde der Ordner extrahiert. Nun benötigt ihr euren eigenen Dateienordner. Dort geht ihr in den internen Speicher, auf eure Downloads und dann in eure E-Mail. Ich habe die Presets per E-Mail geschickt bekommen. Deswegen finde ich ihn in meinem E-Mail-Ordner. Hier unten gibt es nun einen Extra-Ordner für die Lightroom Presets, in dem alle Presets aufgelistet sind. Diese wähle ich nun alle aus und teile sie in Lightroom. Teilen, zu Lightroom hinzufügen. Somit wurden alle Fotos zu Lightroom hinzugefügt. Dort geht ihr erstmal auf alle Fotos. Da die Fotos nach Datum geordnet sind und ich noch andere Fotos in meinem Lightroom-Ordner drin habe, sind sie leider in der Menge untergegangen. Ich habe sie jedoch trotzdem jetzt gefunden und werde euch anhand eines Fotos zeigen, wie ihr es als Preset verwenden könnt. Dieses Bild fügt ihr nun zu einem Album hinzu. Da ich meine eigenen Presets schon zu einem Album hinzugefügt habe, erstelle ich nun einen neuen Ordner. Den nenne ich jetzt Lightroom Presets. Nun fügt ihr das Foto zu eurem Ordner hinzu. Wenn ihr dies mit all euren Bildern gemacht habt, geht ihr zu der Startseite von Lightroom zurück. Dort findet ihr euer Album. Nun erstellt ihr eine neue Vorgabe. Diese Vorgabe könnt ihr so benennen, wie ihr möchtet. Als nächstes wählt ihr noch eine Vorgabengruppe aus. In diesem Fall solltet ihr eine neue Vorgabengruppe erstellen. Diese könnt ihr Lightroom Presets nennen. Nun bestätigt ihr eure Vorgabe. Wenn ihr jetzt ein neues Bild zu Lightroom hinzufügt, könnt ihr es ganz einfach mit eurer neuen Vorgabe bearbeiten. Dazu fügt ihr ein Foto eurer Wahl zu Lightroom hinzu und könnt hier unten in die Vorgaben gehen. Und schon habt ihr euer Bild bearbeitet. Und wenn ihr noch Interesse an weiteren Presets habt, dann habe ich euch hier unten in der Videobeschreibung meine Universal Preset Collection verlinkt. Schaut gern vorbei, ich freue mich darauf. Viel Spaß! Wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt uns gerne einen Daumen nach oben und abonniert unseren Kanal.